my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind, out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Too many times, too many times. I can't feel my face when I'm with you, but I love it. Until she sings. Von Party zu Party, sie gönnen sich Coca und Jim Beam. Und alle sind so high wie Marley, sie gönnen sich, wo man auch hinsieht. Ich mach, was ich möchte und geb kein Fick auf die Regeln. Ich bin keine motherfucking Katze und trotzdem lebe ich neun Leben. Ihr könnt aus unseren Fehlern hoffentlich lernen. Wir wollen doch alle bloß einen Job und alles dann sterben. So perfekt, so perfekt. Du Backfisch, eingelegt in Scheiße. Fick dich, du Bastard, sei mal leise. Bist du Stress, du Hure, Wichser, Arsch, du Schlampe. Was für eine Schlampfick-Granate. Deine Stimme fragt mich so. Was für eine Schlampfick-Granate. Du Hure, Wichser, Arsch, du Schlampe. Wir steigen auf immer höher, weil niemand uns hält. Werden niemals erwachsen, ganz egal was sie erzählt. Und ist der krasse YouTube-Beef wieder am Start? Scheißegal, ich chill in meinem Bällebad. Und ich chill in meinem Bällebad, in meinem Bällebad. Und ich chill in meinem Bällebad, in meinem Bällebad. Mit den Fingern! Jetzt, wo wir auf der Seite ein Fernseher haben, dann muss natürlich auf der gegenüberliegenden Seite. Mach da ein Bällebad. Nein, ich dachte jetzt ein Bällebad. Couch, ein Sofa oder so. Mega wack. Nein, nachgemacht von meinem Wohnzimmer. Nee, mach ein Bällebad. Ich kann es nicht. Ein Bällebad. Ich kann das nicht. Mach ein Bällebad. Ich sag dir, wo es die gibt, ganz billig, Bällebad. Was ist das? Was ist das? Oh! Hello darkness, my old friend. Alles klar, vielen, vielen Dank für alle eure Vorschläge. Das hat mir sehr viel geholfen, dass ich meine... Vorschläge. Ja, aber ich kann ja nicht auf jeden Vorschlag jetzt eingehen. Aber Bowlingbahn schon. Und noch eine Discolampe. Und da hat auch noch jemand Popcornmaschine gesagt. Ich bin mir ganz sicher, ganz sicher. Zu guter Letzt. Pass auf, du bist doch ein vielbeschäftigter Mann. Du hast doch bestimmt viel zu tun auch heute. Dann kannst du doch vielleicht einfach nach Hause und nachher sehen wir uns dann nochmal wieder. Ist das ja, okay für ja, dich? Ja. Hier, komm. Andere haben sich verändert, leben auf der Straße. Wie du, wie du. Andere haben sich verändert, leben auf der Straße. Ich liebe dich, so wie du bist. Ich möchte, dass du wie dein Kind bist. Andere haben sich verändert, leben auf der Straße. Wie du, wie du. Andere haben sich verändert, leben auf der Straße. Ich liebe dich, so wie du bist. Ich möchte, dass du wie dein Kind bist. Andere haben sich verändert, leben auf der Straße. Voll der Geile. Die Lyrics so sind fast besser. Voll der Diss. Ich hab nichts mit dem Gesagten hier zu tun. So ein Poetry Slam, der nicht so einen roten Faden hat. Lies das mal vor wie ein Poetry Slam, bitte. Andere haben sich verändert, leben auf der Straße. Wie du, wie du. Ich möchte, dass du wie dein Kind bist. Andere haben sich verändert. Leben auf der Straße. Boah! Digga, was ist das auf Twitter? Bist du immer super undercover oder warum sehe ich dich nie, obwohl ich auch in Dortmund wohne? Ja, das stimmt. Ich wohne zwar auch in Dortmund, aber es ist trotzdem nicht so mega wahrscheinlich, dass wir uns jetzt jeden Tag deshalb über den Weg laufen. Aber das erklärt dir am besten Professor Peter Illemann vom renommierten Schniepli-Institut.
Hallo, ich bin Professor Dr. Peter Ellemann vom renommierten Schnipli-Institut. In Dortmund leben derzeit 586.181 Einwohner. Nehmen wir mal an, dass du jeden Tag 209 Leuten über den Weg läufst. Dann würdest du 2931 Tage brauchen, bis du jeden Dortmunder einmal gesehen hast. Das sind ziemlich genau 8 Jahre. Geht man nun von einer uniformen Gleichverteilung bezüglich der Chance, einen beliebigen, aber festen Einwohner zu treffen aus, dann hast du jeden Tag eine Chance von 0,034%, einen Rezo in freier Wildbahn anzutreffen. Ich meine, wie kommst du da jetzt drauf, dass du die Noten genau so setzt? Es fühlt sich richtig an. Das ist einfach Bauchgefühl. Keine Ahnung, ob das musiktheoretisch Sinn macht, aber liebe Kinder, scheiß auf Musiktheorie. Gefühl. Musik ist Gefühl. Niemand kann euch sagen in der Theorie, was richtig oder falsch ist. Ihr müsst fühlen, was richtig oder falsch ist. Ist das nicht jetzt voll die schöne Essenz von dem Video? Das ist echt wundervoll. Oh. Selbst haben wir eine Bassline fertig. Die klingt zusammen mit den Drums so. Mein Penis ist steif. Boah. Ich kann nicht oft genug sagen, wie geil das ist. Mein Penis ist steif. Boah. Ich hab Tränen in den Augen. Digga, es gibt so viele coole Sounds im Spiel. Das ist das Foon. Das Foon möchte sich gern teleportieren. In etwa so wie in Star Trek. Man stellt sich auf irgendein krasses Teleportationsgerät und dann ist man plötzlich woanders. Man kennt das ja. Klar, das geht in echt nicht, aber wenn es gehen würde, würde es folgendermaßen funktionieren. Das Gerät würde den Körper vom Foon komplett einscannen, so wie ein Scanner ein Blatt Papier einscannen kann. Dann würde das Gerät dafür sorgen, dass genau diese Teilchen an einem anderen Ort genau in der gleichen Form zusammengefügt werden. So wie wenn man das eingescannte Dokument per E-Mail verschickt und dann woanders ausdruckt. Gleichzeitig sorgt das Teleportationsgerät dafür, dass die Teilchen an dem ursprünglichen Ort verschwinden, also sozusagen zerstört werden. So wie wenn man eben das ursprüngliche Blatt Papier wegschmeißt. Merkt er das Problem? Es sieht für den Außenstehenden vielleicht so aus, als wäre das Foon plötzlich einfach woanders. Aber im Grunde wurde das Foon geklont, dieser Klon an einem anderen Ort erzeugt und gleichzeitig das ursprüngliche Foon zerstört. Das Foon ist also im Grunde genommen tot und der Klon lebt an einem anderen Ort weiter. So, das ist das Problem am Teleportieren. Das ist ein ziemlicher Downer, ne? Aber um die Stimmung mal wieder hochzubringen, das Foon ist nicht tot, dem Foon geht super, hier fährt es Ski, hier spielt es Basketball und hier rettet es gerade die Welt vor den bösen Kommunisten. Kannst du mal einen Diss-Track gegen Leon Mascher machen? Naja, der wurde ja schon von Mimi, Ju und ein paar anderen relativ hart rangenommen, deshalb weiß ich nicht, ob ich da jetzt nachtreten soll. Aber stattdessen könnte ich ja mal ein kleines Ständchen singen, bei dem ich nichts Negatives über ihn sage. Leon, dein Kanal ist nicht das Allerschlechteste auf YouTube. Deine Videos, ja, die kommen doch ganz gut an. Hä? Kommen nicht gut an. Dislikes? Viele? Okay. Aber wenn's mal schlecht läuft, dann halt dir vor Augen, ich bin nur ein kleiner Wicht. Aber mein Channel läuft gut und deiner... Nein, stopp, stopp, stopp. Ich habe gesagt, ich werde nicht Leon dissen. Das werde ich auch nicht tun in diesem Video. Man muss nicht immer auf den Leuten rumhacken, denen es eh schon nicht gut geht. Nein, finde ich nicht gut. Er kennt einfach meinen Apo-Red-Diss-Track nicht. Was ist hier eigentlich los? Ich kenne es nicht auswendig. Video. Ja, ich kenne Juice auch nicht auswendig. Okay, ich sag dir kurz, wie das Original ging. Das war so. Photoshop war ein Joke. Das von Ju ging so. Photoshop war ein Joke. Und das von mir ging so. Photoshop war ein Joke. So, das sind so die Unterschiede. Weil du nicht wichsen kannst, hassen Leute dich nicht. Sie hassen dich, weil du Dutzende Moore öffnest wie Obi-Wan. Dein Selbst-Apo. Dein Selbstgeschlechtsverkehr, dein Selbstapo, dein Selbstgeschlechtsverkehr. Rap von Photoshop, du bist kein Pferd. Bitte überprüfen Sie alles, das nicht mit Gangstership zu tun hat. Dein Selbstapo, dein Selbstgeschlechtsverkehr. Dein Selbstapo, dein Selbstgeschlechtsverkehr. Weil du nicht wichsen kannst, hassen Leute dich nicht. Sorry, Apo.